Das Ding hier, Moment. Ich hätte gerne mal, würde ich sagen, jetzt interessant aus, mit dir mal Goblin Cleanup ausprobiert. Das ist ein Multiplayer-Spiel. Ja, keine Ahnung, ob der Multiplayer schon funktioniert. Ist halt die Sache. Müssen wir mal ausprobieren. Ja, du, das Vielleicht ist halt wieder so ein Multiplayer. Cleanup-Spiel. Das ist relativ langweilig. Ich hasse die Dinger. Ja, Aber du sagst nicht, bevor du es nicht ausprobiert hast. Ich ich kenne sag's. das Camera Cleanup, ich kenne die anderen Dinger, die. Es Ich ist fand genau es dasselbe relativ Ding. originell. Also die Story ist, wir sind Goblins und müssen den Dungeon aufräumen, bevor die nächsten Helden kommen. Ich guck mal, ob wir da irgendwie. Wäre es natürlich blöd, wenn wir das nicht im Multiplayer spielen könnten. Du kannst es ja mal ausprobieren. Ein Level Selector habe ich jetzt nur. Wir können den Floor wählen, den wir jetzt hier. Multiplayer. Host. Ich kann jetzt ein Passwort machen. Ja. Dann mach's mal privat, mal schauen, ob es funktioniert. Wäre ja schlimm, wenn jemand aus dem Stream reinkommt. Schon, ob ich dich dazu einladen kann. Das Passwort stand gerade im Stream, aber egal. Kann ich dich jetzt irgendwie einladen? Stings. Ich hab, kannst du vielleicht mal gucken, ob es eine Lobby gibt, oder? Ich weiß nicht mal, wie man der Lobby beitritt. Ich habe eine Lobby-ID, hier, die man ich die theoretisch schicken könnte. Ich Ja. habe deine Lobby schon. Wie ist das Passwort? Das Passwort ist Mordi mag keine Goblins. Schick's mir einfach mal ganz kurz. Zusammengeschrieben, alles Mordi groß und alles, also wie ein Satz bloß zusammengeschrieben. Wie gesagt, schick's mir einfach kurz, da kann ich es einfügen. Ich Das hab's heißt gerade ja. nicht mehr, ich hab's nicht kopiert. Du müsstest schreiben. Gut, nochmal bitte. Mordi mag keine Goblins. Oder Goblin, keine Ahnung, irgendwas, eine von den Formen. Zusammengeschrieben der Satz. Goblins groß geschrieben und Mordi auch groß geschrieben. Nein, falsch. Dann Versuch ohne S hinten dran. Nö. Ja, dann mache ich nochmal neu hier. Okay, neue Lobby. Multiplayer. Nimm Host. halt einfach ein normales, einfaches Passwort. So, das Passwort ist jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, ganz sicher. Das ist ein sehr sicheres Passwort. Ja, funktioniert. Bist du drin? Ja. Mensch, ein Okay. Spielpasswort in einem Spiel ist nicht sicher. Wow. Traurig. Ich hab geschleimt. Okay, was machen wir jetzt damit? Wir müssen jetzt den Dungeon irgendwie aufräumen, bevor der nächsten Ich meine, Mimik. das. Oh oh. Die Mimik zum Essen geben, glaube ich. Ja. Ja. Ja, gut, und jetzt wird halt aufgeräumt. So spannend, toll. Also, wir geben alles die Mimik, oder was? Nee, die Kiste können wir nicht geben. Die Ich bin musst du. tot. Siehst doch, wo die Nicht hingestellt sterben, war. weil wir müssen das Zeug wieder auffrischen, das war. Ich weiß, du bist dann auch ein Fleischblob. Ich muss Ja. dich dann wegputzen. Das ist nervig. Die Kisten müssen da zu den Kisten rüber. Glaube ich. Glaube, hier muss das hin, oder nicht? Nee. Hier ist eine Fackel, die muss hier in die Wände. Okay, Fackel ist dran.
sehr schön. Die einzelnen Fässer nicht, oder doch? Muss man die Fässer aber nicht in die Position stellen, oder was? Muss einzelne Fässer dorthin bringen. Das Viererfass muss irgendwo anders hin. Und da drüben hin. Ach, das sind mehrere, okay. Ja, du musst die einzeln. Das muss hier so hin. Sehr schön. Äußerst spannend. Irgendwo müssten hier noch Schleim sein, mit denen wir wischen können. Oh, hier ist eine Falle. Nicht reinlatschen. Toll. Molly ist sehr begeistert. Ja, ich mag diese Cleanup-Spiele nicht. Das habe ich ja gesagt. Ja. Ups. Du musst mir wen anders suchen, mit dem ich das spiele. Oder nein, oder im Singleplayer spielen. Ja, das wäre wahrscheinlich eine gute Idee. Also wie gesagt, ich finde die super nervig und scheiße langweilig. Du bist gerade. Ich habe sowieso nicht viel Zeit, dann will ich die Zeit nicht mit so einem Schwachsinn verbringen. Doch heute haben wir noch Zeit. Gut für... Was machen wir mit dem Stück Modi? Schmeiß einfach in die Mimik. An den Mimik wieder rein. Ich hab. Wo ich hab's geschafft, das an die Wand irgendwo. Sind schon voll hier. Achso, da drüben. Liegt noch ein Stück von dir. Ich mach grad oben alles so weit sauber. Hier drüben gibt's die Falle. Nicht auslösen. Ich weiß, dass es da eine Falle gibt. Ich komme da nicht durch, weil da noch Stücke von mir drin liegen. Ups. Ah, hier liegt ein Tisch. Ja, den habe ich gerade geholt. Ich finde das Konzept gar nicht so uninteressant. Spiel einfach Viscera Cleanup, wenn du an sowas Spaß hast. Es ist älter, es funktioniert genauso. Es ist. Ich finde die Idee von Goblins, die den Dungeon aufräumen, gar nicht so unlustig. Die Tatsache, dass die halt per Default schon aussehen wie großbrüstige Anime-Frauen, ist halt auch schon wieder so. Es ist im Hauptspiel, kannst du hast ja einen Charakter-Editor. Wir in der Demo nicht. Deswegen. Ich glaub's auch nicht ernsthaft, dass die ernsthaft einen Charaktereditor machen. Gibt's im Hauptmenü, gab's einen Charaktereditor, aber der ist gesperrt ja, für die Demo. Ja, den gibt es immer bei sowas. Ach Mensch. Die nicht so oft sterben, das ist hier. Die kommen nicht durch, wenn der Stücke im Weg stehen. Ja, ich fange schon mal an zu wischen. Ob du hast einen Besen oder was? Ja. Was den Besen steht her? Au. Gute Arbeit. Was den Besen steht. Du ziehst am Hebel. Und dann drückst du 2. Ah. Hübsch. Na toll. Jetzt hab ich das voll geblutet. Dann werde ich den wieder los. Indem du eine 1 drückst. Ah, okay. Ich geh mal wieder hier aufräumen. Noch sehr viel Fleisch rum.
Da hinten muss irgendwas hingebracht werden, das ist noch so ein durchsichtiger Fleck. Mit Q kannst du scannen. Nach Blut übrigens. Oh, hier ist noch viel Blut. So, Fleisch ist weg. Ah, hier ist die Fackel, die wir noch brauchen. Wir brauchen hier eine Kiste hinten. Eine Truhe. Den Mick kann man nicht anheben. Nein. Sehr schön. Und du bist wieder mal gestorben, oder was? Geh mal hinter zu dem Auge. Was für ein Auge? Das Auge. Das sollten wir zuletzt hinpacken, das ist eine Falle. Zu erkennen an den Fleischresten. Ich glaube, die müssen hier hin, Mordi. Die kommen hier hinten hin, das weiß ich. Das Blut sauber machen, das sollten wir auch, glaube ich, zuletzt. Wer sonst? Na, fantastisch. Na gut, Fässer haben wir noch irgendwo hier bestimmt. Hier hinten sind noch Fässer. Au. Irgendwo braucht es hier noch einen Stuhl. Ich geh mal da drüben gucken. Kerker irgendwo was. Nee, braucht es nur eine Truhe. Stuhl ist hier nicht. War oben noch irgendwas? Nein, oben ist dicht. Eine Bank gehört hier oben noch hin. Ah, hier ist eine Bank. Das Auge ist in der Falle, sagst du. Okay, die Bank ist richtig. Ach, hier ist noch ein Mimik. Ja, wo du nicht dran vorbeikommst übrigens. Na toll, wie sollen wir das Auge jetzt hinkriegen? Man kommt vorbei, wenn man die Kisten wegnimmt. Ich pack das Auge mal hier drüben hin. Ah, hier sind die Kisten, die wir drüben brauchen. Hast du hier irgendwo noch einen Stuhl? Nein. Cool, das Auge in dem einen Raum ist verbuggt. Es bewegt sich jetzt über den Boden und greift an. Oh. Nicht gut. Unbedingt die Falle anmachen. Ich will es mal ausprobieren. Warum?
bringe das Fleisch ja wieder weg. Hier ist noch mehr Kisten. Jetzt soll ich irgendwo für brauchen. Die ganzen Kisten hin. Fässer. Weißt du, wo die Bank hin muss? Ah, da hinten ist Eck. Alles klar. Geh in diesen Raum. Ja, ich hab schon. Muss noch ein Auge hin. Warte bitte, bevor du ja, das machst, bis wir das Zeug hier rausgeschafft haben. Und jede Menge Fässer. Findest du bestimmt noch. Ich frage, so müssen die Fässer hin. Richtung Nords wohin. Müssen nicht verschluckt werden. Mit rechten Maustaste kannst Sachen werfen. Ja, das hat dir das Spiel eigentlich erklärt. Die nächsten Anleitungen. Gesundheit. Danke. Warum kein Borderlands? Ja, spielen wir gleich. Ich wollte nur kurz. Ja, du hast noch Borderlands als. Ich habe noch Borderlands als Titel. Ja, wir probieren hier kurz das Spiel an und dann. Danach ja, wurde das gespielt. Ja, das Spiel ist sehr lustig. Spiel einfach das Whiskerer Cleanup stattdessen. Das ist Goblin Cleanup. Das wird mir. Es gibt keinen Grund, diese Scheiße hier zu spielen. Meine persönliche Meinung. So viel zwischen. Oh, hier ist ein Stuhl, den brauchen wir oben. Mhm. So nee, nicht mal für deine Meinung, du kennst einfach keine Spiele. Es gibt ein gutes Spiel. Es gibt ein gutes Spiel in diesem Genre. Es gibt keinen Grund, was anderes zu machen. Das mit den Fallen ist einfach nur nervig. Das ist jetzt eine Kombination aus richtig nerviger Scheiße mit Fallen und unnötig langweiliges Gameplay mit dem Putzen. Es macht das eine nicht gut, es macht das andere nicht gut. Es sieht hübsch aus. Vielleicht das. Zwischendurch mal. Hey, spielst du eine Singleplayerin? Hier drüben muss noch eine Kiste hin. Ich sehe halt nicht, dass das irgendwen interessieren könnte als Stream. Also, das ist kein Stream-Spiel, das ist ein Spiel für. Mir ist so langweilig, ich weigere mich aber, mein Zimmer zu putzen. Stattdessen räumst du Spiel auf. Das Level schaffen wir aber jetzt noch. Diese Spiele haben eine Spieldauer von um die 5 Stunden pro Level. Meinst du? Ja. Dann schaffen wir es jetzt nicht. Wo kommen die die ganzen Kisten hier? Ich habe keine Ahnung. Es ist einfach nervig. Wahrscheinlich öffnet sich dann noch ein weiterer Bereich vom Dungeon oder so eine Scheiße. Also wie gesagt, ich bin gleich voreingenommen, weil ich diese Spiele einfach aus Prinzip schon nicht mag. Ich habe jetzt nur zugestimmt, weil ist halt der Streaming-Tag, Samstag. Wow. Okay.
Mit Rechtsklick gibst du es der Mimik. Aha. Siebte Steuerung. Kriegst du keinen Tutorial-Text angezeigt? Oder ignorierst du nur das UI? Ich glaube, ich habe das Tutorial nie gesehen. Das kriegst nur du. Was steht bei dir unten als Text? Bei mir steht oben Restorable Objects Left Organic Left 39. Ich guck mal ganz kurz im Stream. Und bei mir steht wirklich nichts an Tutorial. Also gerade im Bildschirm nichts. Nein, in dem Bildschirm steht nichts. Magst du mal deine Augen vom Zentrum des Bildschirms so um 20 Grad nach unten neigen? Aha. Und was soll ich was da steht sehen? Da? Ganz groß im unteren Drittel deines Bildschirms. Rotate Item. Ja, dann nimm dir ein Item und rotiere es. Aha, okay. Ich habe noch kein Item rotiert. Ah, das ist das Tutorial oder was? Ja. Ah, sehr schön. Wir müssen zumindest nur einen gewissen Teil an Zeug hier wegmachen, das ist immerhin etwas. Nur noch 37 organische Dinge. Ja, ja, mach 36. Dinge. Nehmen wir das oben. Das können wir auch beschleunigen, indem wir uns noch mal ein paar Mal töten lassen. Wahrscheinlich aber nicht. Moment, ich probiere mal kurz was aus. Geh mal rein. Ah, ich geh mal kurz rein. Nee, sind mehr geworden. Hat sich die Anzahl. Ja, dachte ich mir. Du hast zusätzlich erzeugt. Ja, siehst du das mit den. Ja. Fallen ist halt einfach nervige Scheiße. Ich meine, ja, das haben die anderen. Das andere Spiel auch, aber da ist es halt, wenn du durch Blutflecken läufst, dass es dann mehr werden. Ich sammle ein bisschen aufpassen und das hier ist einfach nur nervig. Restorable Objects, das sind die Augen wahrscheinlich, oder? Das sind die Augen. Dann konzentrieren wir uns mal auf die Fleischstücke und auf die. Ich schmeiß sie schon in den Hauptraum hier. Und dann Blut wischen. Was ist das für ein Game? Das ist, wie heißt denn das nochmal? Goblin Cleanup, wie gesagt. Spiel einfach das Cleanup-Spiel, das eh jeder kennt. Das hier ist schlechter. Das ist relativ neu rausgekommen, deswegen. Es ist noch nicht rausgekommen. Es ist gerade im Early Access, wird auf. Ich glaube, auf Dingens hier auf. Man kann es schon in der Vollversion spielen, irgendwie man dafür. Habe ich gehört, wenn man auf Kickstarter war. Das auch nur auf Kickstarter gibt es schon die. Die Vollversion davon, aber. Was habe ich gedacht? Die Spielcharaktere sind per Default großbrüstige Made Goblins. Natürlich ist es auf Kickstarter. Was habe ich überhaupt erwartet? Auf Kickstarter kommen auch gute Sachen raus. Auf Kickstarter kommen selten gute Sachen raus. Bei Kickstarter ist schon wieder eine Kampagne für das Dresden Files RPG gestartet. Das ist jetzt die dritte oder so. Ich habe gehört. Also ich mag Kickstarter schon mal an sich wenig. Ja, ich hab da ohne nie wirklich großartig was gemacht. Sehr viel Scheiße. Das Problem ist auch, du kannst da zwei aus Deutschland Zeug backen, wenn du eine Kreditkarte hast. Ich werde keine Kreditkarte für fucking. Das ist doch per PayPal. Nein, kannst du nicht. Hab ich aber. Ich habe neulich hier bei Tavern Talk, das habe ich. Den habe ich ein bisschen was Projekt. Das ist, soweit ich weiß, ein deutsches Projekt, ja, oder? Ja, das erklärt. Du kannst per PayPal zahlen als Deutscher für Deutsche. Du kannst kein gutes Projekt starten, decken, will ich damit sagen. Tavern Talk würde ich behaupten, ist ein gutes Ding. Nein, nicht für mich. Ja, für dich nicht, aber. Wenn es sonst da geht, investiert. Weil ich es gut finde. Ja, ich finde Kickstarter ist an sich eine coole Idee. Aber es ist so viel Scheiße mittlerweile. Ja. Und wenn es keine Scheiße ist, ist es ein Scam.
Wenn es kein Scam und keine Scheiße ist, dann ist es vielleicht brauchbar. Noch 6 Stück hier. Okay. Müssen wir noch 200 Blutflecken wegmachen. Hier liegt inzwischen sehr viel Blut. Ja, und jetzt fängt das lustige Hin- und Herrennen an. Bist du dreimal gestorben oder was? Nein, jetzt fängt das lustige Hin- und Herrennen an, weil wir haben nur einen Punkt, wo wir diesen scheiß Mob machen können. Wir können das auch nicht mitnehmen oder so, also müssen wir immer wieder hierher rennen. Mein Gott, das ist nicht dein Ernst. Ich hab vergessen, dass da eine Kiste ist. Die Tatsache, dass die auch teilweise randomized gefressen werden, ist auch nicht gut. So, komm, hier jetzt das bisschen. Die halten noch nicht sehr lange. Das sind irgendwie... Ich weiß, wie gesagt, deshalb hasse ich diese Cleanup-Spiele. Du musst alle deshalb 2 Minuten hier hin. Das Einzige, was ich empfehlen kann zu spielen, auch weil es Spaß macht, ist House Flipper. Ja, House Flipper kann ich sehr empfehlen. Ja, das war das einzige von diesen. Das habe ich, glaube ich, fast durchgespielt. Bin nicht sogar komplett. Ja, das ist das einzige von diesen Simulator-Aufräumspielen, was ich gut finde. House Flipper 2. Unnötige Scheiße, hätten lieber das erste weiter ausbauen sollen. Na komm, Drop Slime. Blüten, ja, hier. Du musst auf 1 wechseln und dann. Wusste was wirklich genial. Sollte man mal spielen. Ist das erste von vielen gewesen und die anderen sind allesamt richtig gewaltige Scheiße. Ich fand's bei Hostel aber auch gut, dass man da sein eigenes Büro dann irgendwann anfertigen konnte. Das konntest du von Anfang an. Ja. Hab ich auch ganz. Das war nett. Aber dann gibt's sowas wie House Flipper oder Monument Flipper oder. Gleich ordentlich was eingerichtet hier. Ein Bunker und oder so. Keine Ahnung was. Ich hab dann halt aufgehört, weil ich hab dann keine. Das Blöde war, dass dann die generellen Quests aufgehört haben und dass du keine mehr gekriegt hast, deswegen. Hast du die DLCs gespielt? Den DLCs hab ich glaube ich nicht gespielt. Ja, da kommt nochmal sehr viel dazu. Ich wollte mir halt das Schloss kaufen und dann mal das Schloss einrichten. Das wäre nochmal geil gewesen, aber. Dazu hatte ich dann kein Geld mehr. In-game oder out-game? Beides. Kriegst es nicht hin, die Zahl 1 auf deinem auf der Tastatur zu drücken, oder? Kann das sein? Macht es immer mit rechter Maustaste. Hier ist sehr viel Blut. Meiste von uns erzeugt. Ja, weshalb mich diese Scheißfallen auch extrem nerven. Das ist kein Element, was diese Art Spiel gebraucht hat. Den Namen steht fest hier. Nein. Was spielt ihr eigentlich noch für Games, der Borderlands zum Beispiel? Ja, bezogen auf zusammen oder bezogen auf einzeln? Also, apropos, ja, was spielst du denn für Games, Mordi? Was machst du denn so für Spiele?
aktuell. Du beschwerst dich eigentlich immer bei, also immer wenn wir was gemeinsam spielen, beschwerst du dich irgendwie. Also irgendwas gibt's immer zu meckern. Nicht, wenn ich's ausgesucht habe. Außerdem freue ich mich echt auf Tiny Tina's Wonderland. Das finde ich, spaßig. Ich krieg den Chat immer noch, mach du mal. Den. Du musst nicht eins drücken, kommt was anderes. Ja, was ich aktuell spiele, ich habe vorhin, ich muss mal kurz nachgucken, wie es heißt, Plushy from the Sky gespielt. Das habe ich in der Demo gespielt, fand ich cool, ist quasi so ein bisschen... Also irgendwie ist das bei mir. Ist so ein bisschen Souls-like. Ach so. Nicht ganz, Ach komm. So Bullet Hell irgendwas, was du spielst. Es ist sehr absurd, die Bosskämpfe sind cool. Das ja, so, 10 Euro also. Souls-like mag Modi sehr gerne, was ich nicht mag. Die Modi ist da. Nee, mag ich auch nicht so gerne, wenn sie gut gemacht sind. Die Dark Souls-Teile hat da Elden Ring, hat er glaube ich auch gespielt. Ich hab Elden Ring nicht gespielt, Elden Ring tue ich mir nicht an. Aber Dark Souls hast du gespielt. Ja, Dark Souls 1 mag ich auch ganz gerne. Aber auch nur wegen den Mods. Das will ich wiederum gar nicht kann. Du hast es nie wirklich probiert. Du hast tatsächlich schon Souls-like-Spiele gespielt, das weiß ich. Auch wenn es mir aufgefallen ist. Ich hab mal hier Dingens, hier, wie hieß das hier, Kena, Wirtschaftsbias. Das war, fällt da auch grob in die Kategorie, auch wenn das es... Das hat's mir aber nicht gefallen, ich muss sagen, das hat mir nicht... Ich fand das irgendwie... Es war ab einem bestimmten Punkt, war mir das zu viel. Das war... Es ist auch kein gutes Spiel. Aber war du warst nicht. Zumindest gut darin. Naja. Also ansonsten Dragon's Dogma würde ich mal empfehlen, den ersten. Was ich so für Spiele spiele, eigentlich alles. Kann man sich... Außer Aufbaustrategie, die spielst du bisher nicht. Und eigentlich auch Souls-like, aber zu vielleicht aus Versehen mal einen. Aber wenn du nicht weißt, dass es eins ist, ja. Ansonsten... Ja, man, es gibt auf Twitch gibt's eine... Es gibt eine Liste, weiß nicht, wie die Seite heißt, irgendwie, es gibt da so eine Seite, wo ich da alle Spiele, die ich ja bis im Stream gespielt habe und alle, die ich noch vorhabe zu streamen und alle, die ich gerade aktuell streame, wo ich da irgendwas mit einer 1 heißt, die Seite, wo ich da, habe ich da die durch alles Spieler gelistet, also da kann man ganz einfach nachgucken, welche ich gespielt habe. Momentan läuft bei mir auf Twitch, Resident Evil Revelations 2 wird gespielt. Montags und freitags. Mittwochs habe ich jetzt mit Fallout New Vegas angefangen. Das ist ein gutes Spiel. Mal schauen, wie weit, wie lange ich noch komme. Also ich habe einmal... Ich habe vor ein paar... mein Ding ist verpackt. Ach, deins auch? Ja. Ja, meins war auch verpackt. Palworld habe ich jetzt auf Gunsten von New Vegas erstmal pausiert, vielleicht abgebrochen, mal schauen. Ich habe es sehr lange gespielt. Zockt ihr auch LOL? Nein. Das ist das eine, wo ich mich bisher ferngehalten habe. Nein, nicht, weil ich das Spiel nicht gut finden würde. Ich mag einfach keine MOBAs. Punkt. Ich mag das Kompetitive daran nicht. Wenn ich Multiplayer-Sachen... Ich habe schon jeden Scheiß gezockt, aber... Ja, vermutlich. Ich habe sogar schon Fortnite habe ich eine Weile gespielt. Fortnite habe ich auch schon 2, 4, 5 Mal gespielt. Zu meiner Überraschung. Ich versuche dich immer noch dazu zu bringen, mal Lego Fortnite mit mir zu machen. Im Leben nicht. Es ist ein gutes Spiel. Du kannst lange warten. Ich glaube, eher spiele ich Dark Souls mit dir. Ja. Na, da bin ich auch dafür. Achtung, lieber Mimik. Aber dann zwinge ich dich Dark Souls mit dem. Mit Faust Only zu spielen und ohne Rüstung. Ja, vergiss es mal. Hey, ich habe auf die Weise aus Versehen mal
weil ich Lust hatte, den Eisengolem first try besiegt. Also, es ist nicht so schwer. Es dauert nur. Wie läuft jetzt in den Fallen rein? Wir haben 22 ganz gleich durch. Ach komm, dieser scheiß Mimik. Erinnert dich dauernd in die Mimics rein. Du machst deinen eigenen Scheiß weg. Nee, der schluckt immer hier die Schleims. Ach so. Ja, du musst sie aus der Luft fangen. Die Mimik ist nicht gut platziert. Hast du sonst noch irgendwelche Spiele, die dich interessieren würden, mal zu spielen? Wo wir eh schon bei dem Thema sind. Werft. Könnten wir auch irgendwann mal spielen. Ich warte die ganze Zeit auf dein Go. Ich habe einen Spielstand, den wir direkt nehmen können. Das letzte Mal, als ich es versucht habe, ging es nicht. Vielleicht geht's jetzt, können wir da auch nochmal machen. Ja, weil du deine Firewall anhattest, beziehungsweise dein beschissenes Kaspersky, was dafür bekannt ist, dass es Multiplayer-Spiele kaputt macht. Erstmal Tiny Tina. Schon ja, das weiter. Sowieso. Oh mein Gott, diese Scheiße hier hinten. Das ist die nervigste Falle in dem ganzen Spiel. Ja, da bin ich auch noch nicht durchgekommen. Ich weiß. Und du hast neue Organic-Dings erzeugt. Ja, natürlich, weil du hier nicht durchkommst, weil das Teiling von nichts hat, wenn da irgendwas im Weg liegt. Na, bei mir das, was im Weg ist, aus dem Weg. Weißt du was? Nee, ich bin jetzt an diesem Punkt. Moment. Ich bin an diesem Punkt. An welchem Punkt? Sollte dir gleich angezeigt werden. Und du erzeugst neue Organic-Dinger. Du kannst doch vielleicht Kisten da vorstellen. Dann ich hab jetzt gerage-quittet. Oh. Ich hab jetzt Packlin angemacht und ich spiele jetzt eine Runde das. Mach das aber nicht alleine fertig. Die Falle nervt mich zu sehr. Tut mir leid. Dann pack ich noch die Augen hin und fertig. Ja, die wahrscheinlich auch direkt wieder grillen werden. Ich mache jetzt hier ein bisschen Glücksspiel. So. Weg hier. Nur wenigstens eine Sache fertig gekriegt. Und dann können wir uns wieder sehr lustigen Humor uns gleich anhören. Du hast es ja gemutet. Ja, ich weiß, deshalb beschwere ich mich auch weniger über das Spiel mittlerweile. Ich hasse lustige Spiele. Du hast generell ziemlich viel. Oh ja, an den Augen kommt man relativ gut vorbei. Nein, ich mag eigentlich sehr viele Sachen. Ich finde nur lustigerweise die Sachen, die du immer raussuchst, grenzbeschissen. Ich mag Borderlands an sich den Humor nicht. Außer Borderlands hast du aber, glaube ich, rausgesucht, oder nicht? Nein, du oder hast das vorgeschlagen, als du durch deine Bibliothek durch bist, weil du alles, was ich vorgeschlagen habe, niedergeschmettert hast. Als ist zu teuer, willst du nicht Geld für ausgeben. Ah, nee, das war. Ich glaube, das war die. Das war jetzt, das war als meine Firewall das nicht zugelassen hat. Autsch. Borderlands das einzige war, was merkwürdigerweise funktioniert hat. Ja, das stimmt. Wir haben einfach ausprobiert, welches Spiel funktioniert und Borderlands hat funktioniert. Du bist nicht mal in den fucking Tabletop-Simulator reingekommen, wenn ich dich doch, der Tabletop-Simulator hat funktioniert. Das war der zweite. Das waren ach die ja, zwei stimmt, Spiele. Das war bei mir die komische Sache, dass bei mir die Grafiken nicht ordentlich geladen waren. Borderlands und Tabletop, das waren die beiden Spiele, die bei mir funktioniert haben. Ja, stimmt. Die Alternative war ohne Unterbrücke. Ja. Ich hatte Lust auf Draft. Irgendwann. Ja, wie gesagt, dann nehmen wir aber dann meinen Spielstand. Der hat die Story noch nicht angefangen, aber wir haben dann schon ein Grundlebendes los mit allen. Also Spaß besteht doch darin, die Sachen zusammenzubauen oder nicht. Ja, aber dann sparen wir uns den sehr nervigen Teil mit dem Anfang, wo du andauernd stirbst und
jeder eigentlich keinen Bock drauf hat. Würde ich zumindest vorschlagen. Ja. Dann ist die Grundversorgung schon mal geregelt. Ansonsten gefühlt ist halt jedes Multiplayer-Spiel entweder ein MOBA oder ein kompetitiver Shooter. Oder Dead by Daylight. Dead by Daylight müssen wir auch mal wieder reingucken. Dead by Daylight spiele ich nicht. Warum? Habe ich keinen Bock drauf. Ist mir zu stressig. Warum? Hä, das ist nicht stressig, wenn du mit Freunden spielst. Ich meine, wir brauchen ein bisschen eine größere Gruppe dafür, aber das kriege ich organisiert. Okay, der Unstuck-Button lässt dich töten. Ja. Das tun sie meistens. Na dann. Würde ich mal sagen, beende ich das auch. Mal ein bisschen und war es lustig? Dein Beschweren war ziemlich lustig. Ich hasse Cleanup-Spiele, habe ich ja schon gesagt. Und ich hätte es jetzt auch noch zu Ende gespielt. Jetzt auch noch ein bisschen versucht, das dann. Nee, die Falle ist zu nervig und dass du es nicht aktivieren kannst, das ist nicht gut, das ist kein gutes Gameplay-Design. Tut mir wirklich leid, aber das ist. Ist auch fragwürdig, warum das nicht deaktiviert werden kann. Warum können die Goblins, wenn sie den Dungeon aufräumen, nicht die Fallen deaktivieren? Das ist ja. Exakt, das Spiel könnte sogar gut sein, wenn du verschiedene Sachen hast, die du wegmachen musst, zum Beispiel, keine Ahnung, Säureschleim, wo du diese und diese Falle benutzen musst, um es zu deaktivieren, zum Beispiel einen Flammenwerfer oder so. Und danach. Dass du die Fallen halt für Utility-Sachen benutzen kannst, wie die Mimics, das wäre eine coole Idee. Und danach noch den Dungeon neu aufräumen, also dann weiß nicht, ob es noch kommt, vielleicht Camps noch, aber es sind dann neue Sachen, dass du dir neue Fallen umstellen kannst, dass du noch was Neues aufräumen kannst. Die Dungeons sind zufallsgeneriert und nein, wirst du nicht können. Aber das wird das Spiel nochmal besser machen, wenn du dann wirklich dann Hausflipper-mäßig dann wirklich den Dungeon nochmal selbst einrichten kannst. Es gibt Dungeon-Flipper. Das war nochmal. Ja, so viel dazu.